Neue Woche heißt neue Spiele. Ihr schaut wieder We Are Gaming World. Mein Name ist Henry und in diesem Video schauen wir wieder auf die VR-Neuerscheinungen der kommenden Woche. Und dieses Mal wird es so sein, dass ich die Quest und PlayStation VR 2 Releases in ein Video packe, ganz einfach aus dem Grund, weil es in der kommenden Woche nicht so viele neue Spiele sind, die erscheinen. Blicken wir zuerst auf die PlayStation VR 2 Neuerscheinungen, die in der neuen Woche auf uns warten, und da ist es tatsächlich auch nur ein Titel, den ich aktuell auf meiner Liste habe, nämlich Suicide Guy VR Deluxe. Und ich denke, das wird sicherlich eher ein Nischenspiel sein, und um was es genau in diesem Spiel geht, kann ich leider aktuell auch nicht sagen. Suicide Guy VR Deluxe erscheint am 28.11.2023 für die PlayStation VR 2. Aber im Verlauf der neuen Woche können natürlich auch immer noch mal kurzfristig Spiele rausgehauen werden, so wie das auch in der Vergangenheit der Fall war. Schauen wir nun mal auf die Quest-Neuerscheinungen, und auch da sind es eigentlich nur zwei Titel, die ich auf dem Schirm habe, wobei einer davon auch schon verschoben wurde. Zum einen erscheint Sniper Elite VR Winter Warrior, und hier seid ihr der Partisane, ein italienischer Soldat, der im Zweiten Weltkrieg unterwegs ist, um die Nazimacht aus der Heimat zu verbannen. Neben der Kampagne könnt ihr auch hier einen Last-Stand-Modus spielen. Sniper Elite VR Winter Warrior verspricht eine immersive Waffenphysik, authentische Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg und sogar die Integration von B-Haptics, mit dem ihr die Kugeleinschläge auch richtig spüren könnt. Sniper Elite VR Winter Warrior erscheint am 30.11.2023 für sämtliche Quest-Headsets. Der zweite Titel, der eigentlich erscheinen sollte, war Stranger Things VR, jedoch wurde dieser Titel verschoben bis auf weiteres. Im Quest Store gibt es jedoch den Hinweis, dass dieser Titel im Januar 2024 erscheinen könnte. Und aktuell gibt es sogar einen Vorbestellerbonus von 10%, wenn ihr diesen Titel jetzt schon vorbestellt. Wie man sehen kann, eine etwas ruhigere Woche, bevor es dann in der ersten bzw. zweiten Dezemberwoche wieder starke Titel gibt. Und das bedeutet auch mal eine kleine Verschnaufpause für den eigenen Geldbeutel, was sicherlich gar nicht so verkehrt ist nach den letzten doch recht starken Monaten mit vielen guten Spielen. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch diese Zusammenfassung wieder gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben für dieses Video. Abonniert gern diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Und wie immer sage ich jetzt auch wieder Dankeschön, dass ihr hier reingeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.